Und dann gibt es etwas, was wir das sekundäre Unbewusste nennen, was bewusst erlebt wurde, nämlich von null, vielleicht sogar vor der Geburt, das wissen wir nicht, aber von null bei der Geburt bis zum Ende etwa des dritten Lebensjahres. Was bewusst erlebt wurde, davon gehen wir aus, aber nicht wieder bewusst gemacht werden kann, durch keinerlei Möglichkeiten, weil es nicht im Langzeitgedächtnis verankert wurde. Und Freud hat dies die infantile Amnesie genannt. Das war immer sehr umstritten, aber auch die neuesten Daten geben Sigmund Freud recht. Erst ab etwa dem vierten Lebensjahr, es gibt da eine Grauzone zwischen infantiler Amnesie und Erinnerbarkeit. Und je stärker frühe Erlebnisse emotionalisiert haben, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass doch was hängen blieb. Aber normalerweise kann man sagen, die infantile Amnesie zwischen Ende des zweiten, Ende des dritten Jahres ist ein Faktum. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich, Ihnen in der nächsten Zeit einen Überblick geben zu können über die Frage, wie in unserem psychiatrischen und psychotherapeutischen Alltag der Umgang mit dem Impliziten und Irrationalen angegangen werden kann. Natürlich kann man die Frage stellen, warum Psychiatrie überhaupt für das Irrationale zuständig sein soll. Wir haben ja genug Irrationales in der Welt, das weit über den Bereich der psychischen Erkrankungen hinausgeht. Wir haben erneute Diskussionen über Fragen, was überhaupt Lebenswelten und Fakten sind und was sie nicht sind und wie man die interpretieren und angehen kann. Ich will vielleicht damit beginnen, dass ich darauf hinweise, dass Erkenntnistheorie und Wissenschaft und Psychiatrie einander auf eine viel tiefere Weise benötigen, als es vielleicht nur beim Gedanken an die Psychosen, mit denen ich im Weiteren vornehmlich befassen will, der Fall ist. Wenn Sie sich Popper anschauen, der in einer Zeit seine Erkenntnistheorie entwickelt hat, in der noch viel größere Bedrohungen durch Irrationalität in der Luft lagen, dann hat er letztendlich darauf verwiesen, dass jede Wissenschaft auf Konsens beruhen muss. Man muss wenigstens bestimmte Basissätze zumindest in der Gemeinschaft der Wissenschaftler, die in der Lage sind, die Techniken anzuwenden, konsentieren können. Nun noch einiges differenziertere zu Freuds Konzeption des Unbewussten. Freud hat zwei Modelle des Seelenlebens formuliert. Das erste und frühere topografische Modell unterscheidet drei Systeme: das Unbewusste, das Vorbewusste und das Bewusste. Jedes System hat seine Funktion, seine Abwehrformen und seine Besetzungsenergie. Der Übergang seelischen Materials von einem System zum anderen wird durch Sensoren kontrolliert. Vorstellungen, Erinnerungen und Verhaltensweisen werden auf diese Weise verschiedenen psychischen Orten zugeschrieben. Der Kern des Unbewussten besteht aus Triebrepräsentanzen. Die unbewussten psychischen Vorgänge werden vom Primärvorgang gesteuert, der das seelische Material untereinander verschiebt und miteinander verdichtet. Im Unbewussten herrscht das Lustprinzip und es fehlt die Beziehung zur Zeit. Zusätzlich haben wir aber unterschiedliche Erfahrungen. Das heißt, zu Bottom-up kommt es auch zu einem Verarbeiten von Top-down, was unsere Wahrnehmung beeinflusst. Ein Beispiel von Top-Down. Sehen Sie die vier weißen Kreise und das schwarze Quadrat, das oben auf ist? Sehen das alle im Raum? Bitte heben Sie die Hand, wenn Sie es sehen. Sie können es also alle sehen. Unsinn! Sie erfinden es. Es ist einfach nicht da. Wenn Sie diese weißen Kreise drehen, sehen Sie, dass das wegfällt. Sie haben es eingesetzt. Das ist das Verarbeiten von oben nach unten, top-down. Es ist von der Natur her nicht da. Und viel dessen, was Sie wahrnehmen, wie Sie fühlen in Bezug auf Ihren Partner, viel ist top-down. Seien Sie sicher.